welche Strategie gefahren wird. Es sind für alle, die jetzt hier durchkommen, noch einmal gut 10 Kilometer. Da brauchen Sie eure Energie. Das Pacemaker im Ziel, 45 Minuten, stand hinten auf seiner Fahne drauf und nach 45 Minuten und 9 Sekunden gehen wir in die Ziellinie. Also das nenne ich mal wie ein Uhrwerk laufen. Und inzwischen haben wir auch die offizielle Teilnehmerzahl, Claudio. 5.621 Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute Morgen beim 9. Sportcheck-Standort Berlin. Wow. Inklusive über 400 Bambini, 400 Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren. Und 0 ist gar nicht so übertrieben. Ich glaube, die ganz, ganz kleinsten, die vor am Start waren, die waren vielleicht schon anderthalb ablaufen gelernt. In den Schulen und Lautstärks unterwegs beim DHK-Kinder. Und uns freut es natürlich ganz besonders, dass wir ganz viel Spaß am Sport wecken können, hier die Begeisterung für Bewegung, denn es ist ja leider Gottes so, wenn man die Zahl ein bisschen verfolgt, man liest immer mehr von Kindern, die sich so wenig bewegen, die diese Anforderungen auch der Weltgesundheitsorganisation für körperliche Bewegung nicht erfüllen. Und insofern freut es natürlich umso mehr, wenn wir hier immer wieder sehen, bei dieser größten Stadtlaufserie Deutschlands von Sportcheck, dass auch immer mehr Kinder wieder an den Start gehen und das wirklich mit viel, viel Spaß. Also da stecken wirklich nicht die Eltern dahinter, die sagen, du musst jetzt da laufen, sondern das sind wirklich die Kinder, die sagen, komm, ich will einfach diese Strecke mal runterreißen und das sind oftmals auch diejenigen, die wir ein paar Jahre später dann auch wieder sehen hier über die großen Distanzen.